Werte Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Özeşik, zu Ihren Ausführungen vor allem eins. Positiv finde ich das in der Tat das Bonusprogramm. Das Bonusprogramm ist eine spannende Form der Anreizsetzung für die Entwicklung von Schulqualität. Und wir werden das mit großem Interesse und gerne konstruktiv begleiten. Und dennoch ist das Programm auch symptomatisch für das sprunghafte Hin und Her, das Vor und Zurück, das oberflächliche Hauruck und leider auch manchmal das Haurückwärtsgerichtete Ihrer koalitionären Bildungspolitik. Wo das Bonusprogramm ein Hin war, da war das Ignorieren der beruflichen Schulen und war der Kampf um die Sozialarbeiterstellen das Her. Wie kann man nur so ein Durcheinander fabrizieren? Das war unglaublich. Und es war vor allem systematisch. In all dem Hin und Her der letzten Monate der Haushaltsberatungen ging es eigentlich fast nur darum, Schlimmeres zu verhindern. Bei der Inklusion sollte gekürzt werden. Das haben die Haushälter verhindert. Bei der Sozialarbeit, wie erwähnt, die 20 Stellen Kürzung, das haben die Haushälter verhindert. Bei der Schulsanierung sollte um 16 Millionen geschummelt werden. Das haben die Haushälter am Schluss noch korrigiert. Der Angriff auf die freien Schulen wurde leider nur vertagt. Und wenn Frau Bentele jetzt gleich noch von Verwaltungsleiterstellen sprechen wird, dann hat der Hauptausschuss an der Stelle zu Recht die 960.000 Euro gesperrt, denn Sie sollten erst mal erklären, wie Sie mit 24 Stellen für 700 Schulen ein vernünftiges Konzept entwickeln wollen. Das zeigt für uns als Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, dass die Bildungspolitik im Land Berlin tatsächlich in einem erschreckenden Zustand ist. Nicht nur, weil die Haushälter bessere Bildungspolitik gemacht haben. Erschreckend ist vielmehr auch die Stimmenkakophonie. Zu jedem Thema gibt es in Ihrer Koalition, beziehungsweise genauer gesagt allein in der SPD, mindestens 5 Meinungen. Und der tiefe Graben zur CDU fällt dann noch nicht einmal mehr auf. Es ist in der Tat aber auch ein tiefer Graben, denn mit Ihrer haltlosen ideologischen Phobie vor einer Einheitsschule verhindern Sie als CDU im Moment wichtige Fortschritte in der Bildungspolitik und schaden gerade auch dem Gymnasium. Das sind Linien, die ich erkenne, die mich nicht erfreuen, aber ich habe auch den Wunsch, eine stärkere Linie bei Ihnen zu erkennen, Frau Scheres, ob Sie es schaffen, eine eigene Linie zu entwickeln, ohne Law and Order, ohne Kita-Zwang, Strafen und Bußgelder, aber mit einer Lösung des Tarifstreits, mit einem modernen Lehrkräftebildungsgesetz für die inklusiven Schulen der Zukunft, die den unterschiedlichsten Kindern vollgerecht werden, statt so furchtbar viele auf dem Weg zurückzulassen, wie wir das im Moment immer noch tun. Ich bin gespannt auf Ihre Ausführungen, möchte mich aber abschließend auch für die konstruktiven Beratungen bedanken. Ich möchte mich insbesondere bedanken, dass Sie meine Anregungen zur Lehrergesundheit aufgenommen haben und hoffe in diesem Sinne auf weitere Intensivierung unserer konstruktiven Zusammenarbeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin.